Mit der Bahn bin ich heute in den Thüringer Wald nach Zellameles unterwegs. Ab Leinefelde fuhr ich dann über Bad Langensalza, Gotha, Neudietendorf nach Zellameles. In Neudietendorf war hier Umsteigen angesagt und dann ging es weiter über Arnstadt, Blaue, durch den Brandleittunnel nach Zellameles. Zu meiner Überraschung kam ich dann in Zellameles an einem sehr schönen und sauberen Bahnhof an. Mein Weg führte mich zuerst durch die Stadt an einer Kirche, dem Rathaus und dem Postamt vorbei, hinunter zum Meeresaquarium. Ich folgte dann einen Trimmdichtpfad bis zum Rastplatz Hosenlatz, dann ging ich den Gemsenstieg hinauf zum Ruppberg. Oben konnte ich die wunderschöne Aussicht genießen und anschließend ging ich den gleichen Weg wieder zurück. Noch einmal ging es am Meeresaquarium vorbei und anschließend nach Hause. Da die Bahnhöfe ja meist am Rande der Ortschaften liegen, musste ich auch hier erst einmal einen Weg in die Innenstadt suchen. Vorbei an Gaststätten und schön gestalteten Häusern kam ich dann an der evangelischen Stadtkirche St. Blasius an. Die evangelische Stadtkirche St. Blasius ist eine barocke Saalkirche hier in Zellameles im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Bei meinem weiteren Spaziergang folgte ich dann den Wegweisern und kam dann hier am Rathaus und dem Postamt an. Vom Rathaus war es dann nur ein kurzes Stück und ich kam am Stadtmuseum vorbei. Am frühen Vormittag haben ja die meisten Sehenswürdigkeiten noch geschlossen und somit geht es hier an der ehemaligen Lebkuchenfabrik vorbei weiter in Richtung Meeresaquarium. Hier am Erlebnispark Meeresaquarium gilt natürlich das Gleiche. Da ich schon frühs um 9 Uhr hier bin, ist natürlich noch geschlossen und ich werde meinen Wanderweg für heute erst einmal fortsetzen. Das Einzige, was ich heute Morgen noch nicht gefunden hatte, waren Hinweisschilder, die auf markante Wanderwege hinweisen. Nun ging es hier durch eine sehr schön gestaltete Fußgängerzone und ich kam dann an der Magdalenenkirche in Meeles vorbei. Über den Meeleser Markt ging ich dann weiter und kam an der Platzwächterskulptur vorbei. Irgendwo hatte ich sogar einmal gelesen, der Meeleser Markt wird als das Wohnzimmer der Stadt Zellameles betrachtet. Und nun kamen sie doch, meine Wanderwegweiser, und ich hatte mir für heute den Ruppberg ausgesucht. Und nun ging es auch relativ steil bergauf hier aus Zellameles heraus. Mittlerweile bin ich am Schwarzberg angekommen und es ging erstmal auf einem Trimmdichtpfad weiter. Am Schwarzberg habe ich dann hier mit einigen Leuten ein wenig geplaudert und ich wurde auch von einem jungen Hund herzlich begrüßt. Mein Wanderziel war hier auch gut ausgeschildert und es ging dann auf dem Trimmdichtpfad weiter.
Hier war dann Strecken und Beugen vorgegeben, aber bei mir sah es, glaube ich, doch recht unsportlich aus. Die Haltungsnoten waren also nicht so gut und somit habe ich schnell meine Wanderung fortgesetzt. Einige hundert Meter weiter kam ich dann am Rastplatz Hosenlatz an. Hier war gerade eine Schülergruppe, die den letzten Schultag genießen konnten. Ab hier war ja der Gemsenstieg als Weg hinauf zum Ruppberg ausgeschildert. Ich war aber erst einmal einen anderen Weg gegangen und dachte, dass ich so auch hinaufkommen werde. Aber am Jahnstein bemerkte ich, dass ich doch wieder zurück musste und bin somit hier wieder am Gemsenstieg zum Ruppberg angekommen. Hier begann für mich nun ein doch schon etwas anspruchsvollerer Wanderweg, der gute Trittsicherheit und festes Schuhwerk voraussetzte. Ein gut verstecktes Wanderschild zeigte mir hier den richtigen Weg hinauf. Ein Problem hatte ich dann aber doch noch. Ich kam dann hier an einer Landstraße an und wusste nicht, ob ich nun rechts, links oder geradeaus weitergehen musste. Nach 100 Metern Weg auf der Landstraße hatte ich dann den Gemsenstieg aber wieder erreicht. Und hier wurde der Weg nun richtig anspruchsvoll. Es ging über leichtes Geröll und viel Wurzelwerk im Weg relativ steil bergauf. Der nächste Abschnitt, der hier ausgeschildert war, war nicht ganz so steil und er ließ sich wieder etwas besser gehen und ich kam dann auch an einer nächsten Wander- und Rasthütte an. Und hier tauchte ich nun in die Sagenwelt von Zellameles ein und hoffte, dass ich nicht auf das Gespenst am Ziegelloh treffen werde. Besonders der Hausberg von Zellameles, der Ruppberg, liefert durch seine eigenwillige, vulkanartige Gestalt Stoffe für so manche Sagen und Märchen an. Die letzten Meter gingen im Zickzack nun doch wieder recht steil bergauf, aber es waren immer wieder Sitzplätze vorhanden und an der Seite gab es ein Geländer. Links und rechts des Weges standen hier sehr viele Blaubeerbüsche, an denen auch schöne schmackhafte Beeren wuchsen. Es waren doch einige Serpentinen zu gehen und ich dachte immer, na irgendwann musst du doch oben angekommen sein. Und was ich jetzt sah, konnte ich kaum fassen. Hier gab es sogar einen Fahrradparkplatz. Wer hier hinauffährt, der muss doch ganz schön sportlich sein. Die Schilder der Sagenwelt haben mich bis hier oben hin begleitet und sogar die Binkelrinne ist hier als Wanderweg ausgewiesen. Und nun hatte ich es endlich geschafft. Ich konnte die Bergbaude auf den 866 Meter hohen Berg vor mir sehen. Wie im Harz üblich gibt es auch hier im Thüringer Wald Stempelstellen für die Wanderer.
Die Baude hier oben ist immer an den Wochenenden geöffnet und man kann es daran erkennen, wenn an dem Gipfelmast eine Fahne weht. Und nun stehe ich hier auch auf dem 866 Meter hohen Berg mit seiner vulkanähnlichen Gestalt und kann die gesamten Ortschaften ringsherum wunderschön sehen. Einen traumhaften Rundumblick konnte ich hier an diesem Tage erleben und war somit für die Mühen des Aufstieges auch belohnt worden. Hier schaue ich hinunter auf die Stadt Zellameles. Eine ganze Zeit habe ich mich dann hier oben bei der Bergbaude aufgehalten und habe die wunderschönen Aussichten genießen können. Nach einer halben Stunde habe ich mich dann wieder auf den Rückweg gemacht, denn ich musste ja heute Nachmittag wieder zurück zum Bahnhof von Zellameles. Auf dem Rückweg pflückte ich mir dann einige Blaubeeren und auch einen Wanderstock hatte ich mir dann aus meinem Rucksack geholt, denn bergab ließ es sich wesentlich schlechter gehen wie bergauf. Nach knapp einer halben Stunde war ich dann wieder am Rastplatz Hosenlatz angekommen. Hier packte ich erst einmal was zu essen und zu trinken aus und den Wanderstock konnte ich wieder zurück in den Rucksack stecken. Ich bin nun hier wieder unterwegs in Richtung Marktplatz von Meles und werde noch einmal hinübergehen zum Meeresaquarium. Unterwegs sagte man mir, dass man zum Besuch des Meeresaquariums gut 2 Stunden einplanen könne. Da ich aber heute zurück mit dem nächsten Zug fahren wollte, habe ich mir hier heute erst einmal nur die Außenanlagen angeschaut. Die Kois waren hier scheinbar schon so drauf ausgerichtet. Immer wenn jemand am Beckenrand stand, kamen sie alle angeschwommen. Für heute hatte ich nur die Außenanlagen hier am Meeresaquarium angeschaut. Aber mit dem Deutschlandticket bietet sich ja mir die Möglichkeit, demnächst noch einmal herzufahren, um dann auch das Innere des Aquariums bewundern zu können. Durch die Stadt ging es nun zurück zum Bahnhof von Zellameles und somit endete für mich heute ein schöner Wandertag hier in der Region des Thüringer Waldes.